Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minoxidil-Experiment. Du sitzt ja schon wieder im Auto. Ich bin halt gern unterwegs. Heute in Woche 51 war eigentlich ein anderes Video geplant. Sollte sogar eine sprechende Tomate vorkommen. Warum? Naja, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber wenn man mich so ansieht, dann merkt man schnell, dass ich gestern zu viel Sonne hatte. Cargo Train. In Kanada wären die wesentlich länger. Heute ist so ein schönes Wetter, eigentlich der schönste Tag bis jetzt im Jahr für mich. Da habe ich mich entschlossen, rauszugehen und einmal ein etwas anderes Video zu machen. Viele der Themen, die ich besprechen wollte, die kann ich euch auch unterwegs erzählen. Aber bevor es weitergeht, gehe ich erstmal etwas essen. Fast Food, Mahlzeit. So. Während ich nun über diese Bergstraßen zu meinem Ziel, dem Hallstätter See, rolle, möchte ich noch einmal über die in der Minoxidil-Badgemeinde so gefürchteten DRT-Blocker sprechen. Gerade jetzt, wo ich Badöle mische, kommt das Thema wieder auf. Es scheint eine große Angst davor zu herrschen. Klar, DRT ist essentiell für den Bartwuchs und man möchte ihn fördern und nicht behindern. Es gibt ein paar potente Mittel, um DRT zu blocken, die dann oftmals in Anti-Haarausfall-Produkten oder sogar als Zusatz in Minoxidil-Produkten verwendet werden. Solche Stoffe habe ich in einem Artikel über DRT-Blocker auf www.bartwuchs.info aufgelistet. Auch habe ich dort einen Link zu einer Studie, die eine DRT-blockende Eigenschaft bei gewissen Fettsäuren erkannt hat. Hauptsächlich bei Laurinsäure, Ölsäure und Alpha-Linolsäure. In der Studie ging es aber auch um einen Effekt auf Prostatakrebszellen. Die Ergebnisse solcher Studien, die unter ganz bestimmten Umständen erstellt werden, eins zu eins auf die Inhaltsstoffe gewisser Öle zu übersetzen und zu postulieren, diese würden dann DRT-Blocker enthalten, finde ich persönlich nicht richtig. Ölsäure, Linolsäure oder Palmitinsäure haben wir permanent in unserem Körper und sie sind teilweise sogar wesentlicher Bestandteil unserer Zellen und sehr wichtig für unseren Stoffwechsel. Keiner würde sagen, man darf keine Butter essen, sonst bekommt man keinen Bart, da sie Ölsäure und Palmitinsäure enthält. Wenn es stimmt, dass die bloße Anwesenheit dieser Fettsäuren DRT blockt, dann dürften wir überhaupt keine Barthaare haben und wären selbst der größte DRT-Blocker. Am Ende sind die chemischen Prozesse in unserem Körper viel komplizierter und hängen von einer Menge Faktoren ab. Ich traue mich da nicht so schnell Schlüsse zu ziehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, jeder kann es natürlich so handhaben, wie er es möchte. Wenn ich nun eine Ölmischung mit Ölen mache, die gewisse Fettsäuren auch enthalten, weil sie zum Beispiel essentiell für die Haut und deren Regenerierung sind, dann mache ich das mit einem guten Gewissen. Denn wir wissen auch, dass eine gut hydrierte Haut wichtig für die Aufnahme des Minoxidils ist. Keiner muss es mir nachmachen, der meint, seinen Bartwuchs dadurch negativ zu beeinflussen. Ich persönlich glaube das nicht. So, nun bin ich am Hallstätter See angekommen. Der beste Platz für so einen heißen Tag wie heute. Das war's eigentlich schon. Aber wer noch Bock hat mitzukommen, ich schaue auf einen Sprung nach Hallstatt. Dieser Ort ist weltberühmt, besonders auch wegen seiner Geschichte. Schon vor 7000 Jahren wurde hier Salz abgebaut. So, jetzt bin ich nach Hallstatt reingefahren. 3,50 Euro wollen die in der Stunde fürs Parken. Es wird von Stunde zu Stunde ein bisschen billiger, aber saftige Preise. Ich habe gerade Durst und was finde ich hier? Eine Quelle. Das ist der Kropfbrunnen. Gutes Wasser. Hier auf den oberen Wegen, da entgeht man den Touristenmassen. Oh, der Blick. Der ist schön. Soll ich zeigen? Ah, solche Tage mag ich. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Keine Drohnen. Auf Japanisch, na, Chinesisch. Und Englisch. Hier sieht man sehr schön, wie diese Häuser in den Hang hineingebaut sind. Ein Wahnsinn, wie steil es hier ist. Sieht total cool aus. An manchen Stellen könnte man einfach auf die Dächer steigen. So steil ist es hier. Und diese Wege, die hier zwischen den Häusern vorbeigehen, die wurden teilweise schon vor mehreren tausend Jahren verwendet. Natürlich waren sie damals nicht asphaltiert, so wie heute, aber es sind dieselben Wege. Jetzt bin ich mal hier hochspaziert über die Dächer von Hallstatt. Seht mal da hinten. Ah,
da unten ist der Hauptplatz. Ich weiß nicht, man sieht hier, da ist der Hauptplatz in China. Haben sie den nachgebaut. Jetzt gehen wir mal runter ins Zentrum. Ja, Hallstatt. Wenn man mal in der Nähe ist, sollte man sich schon ansehen. Ist auf jeden Fall wert, sich anzusehen. Ich war jetzt schon einige Male hier. Und habe ich mir gedacht, ja, schauen wir uns das heute doch nochmal an. Diesmal mit Kamera und Vlog. Oh, schaut euch das an. Ein Bach, der unter den Häusern durchgeht. Der berühmte, von China kopierte Hauptplatz von Hallstatt. Es sind ganz schön viele Chinesen auch hier, um ihn sich im Originalen anzusehen, wie man sieht. Wahnsinn, was da für ein Tourismus ist. Echt krass. Jetzt habe ich dann bald genug von Sightseeing. Hallstatt ist echt arg. Egal wo man hinsieht, sind überall interessante Blickwinkel. Das sieht einfach alles toll aus. Ich nenne das ab jetzt hier die Selfie-Meile. In Hallstatt selbst ist die Sonne schon weg. Deswegen gehe ich jetzt wieder zum Parkplatz. Schaut euch den Typ an. Ich bin schon gespannt, wie viel ich dann jetzt fürs Parken löhnen darf. 6 Euro. Diese Wucherer. I'm sorry. Das ist ausgemacht. Ja, leider liegt Hallstatt so nah am Hang. Da ist die Sonne dann relativ früh schon weg. Auch wenn es hier noch lange hell ist. Wobei hier wird sie auch bald weg sein. Aber insgesamt haben wir ja Sommer. Das bedeutet, jetzt ist die Sonne schon bis 8 Uhr oder so, bis 8 Uhr am Abend kann man noch Sonne haben, an gewissen Orten. Hier, das war Hallstatt, Leute. Total geil, oder? Jetzt muss ich in den Backofen einsteigen. Das wäre ein Wahnsinn. Das Auto, das hat sich ja total aufgeheizt. Na gut, das Bock ist zusammen. Servus, Leidens. Heute musste ich einfach raus und deswegen kommt die Bartölgeschichte als separates Video noch diese Woche. Nächste Woche haben wir Woche 52. Ihr wisst, was das bedeutet. Ein Jahr Minoxidilkur. Ein Jahr. Wahnsinn. Da muss ich mir irgendwas Besonderes einfallen lassen. Das muss gefeiert werden. Was danach kommt, kann ich euch auch gleich verraten, und zwar werde ich dann einmal etwas Urlaub machen. Ein Jahr lang bis auf Weihnachten habe ich wirklich jede Woche ein Video gemacht. Ja, aus dem Thema selbst, Minoxidil, ist auch schon etwas die Luft heraus. Da brauche ich einmal ein bisschen Abstand und Urlaub dazu. Den werde ich mir jetzt einfach nehmen. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall noch diese Woche wieder. Bis dahin. Servus.